interpretiert von einem Atheisten, nämlich von Alain Goffin. Und zwar der Auvergnat ist in Frankreich eher so ein Mensch oder war. Viele Pariser, ein Mensch zweiter Klasse, die aus den Wäldern kommen und Holz und Wein verkaufen. An der Ecke, Kohlenhändler auch, so dreckig. Ja, das war der Auvergnat in Paris. Und im alten Palästina waren die Samariter, ja, das waren auch Menschen zweiter Klasse, das waren keine großzügigen Menschen. Nee, das waren Menschen, die man herabschaute und die eher auch als geizig galten. Und deswegen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, weil das Samariter war, der sozusagen wahrscheinlich Schatten sprang. Und das kommt in diesem Lied, in der Interpretation von Georges Brassens deutlich heraus und räumt mit einem Missverständnis auf, was da in der christlichen Welt herrscht, dass der Samariter ein barmherziger Mensch gewesen sei. So barmherzig war er gar nicht. So. Aus Freundlichkeit lernte den Leib ein wenig doch.